Christoph, Glückwunsch. 5:2, deutlicher Sieg. Vor allen Dingen auch, wie wichtig war das, nicht nur der Sieg an sich, sondern dass es auch so deutlich war nach den knappen Niederlagen in den Spielen? Ja, erstmal ist es wichtig, dass wir gewonnen haben. Natürlich hat uns die ganze Situation belastet, uns auch. Und es geht halt allen in den Köpfen rum. Das ist natürlich ganz klar. Und vor allem ist es erstmal befreiend für uns selber. Auch für den Kopf her, dass wir sehen, wir können auch Spiele gewinnen. Und dann war es natürlich auch ganz wichtig, dass wir zu Hause gewonnen haben. Der Coach hat in der Pressekonferenz gesagt, wir haben die ganze Zeit an uns geglaubt, egal was die anderen gedacht haben. War das so? Würdest du das unterschreiben oder war da schon Zweifel da? Ja, natürlich glaubst du immer nicht selber. Ne? Das ist ganz klar. Wir wissen alle, was wir können und dass wir alle gute Eishockeyspieler sind. Wir haben es in der Vergangenheit alle gezeigt und jeder kann Schütze laufen, jeder kann das Spiel spielen. Und klar, wir haben definitiv an uns geglaubt. Ja. Und jetzt hat es endlich mal geklappt, dass wir nach 60 Minuten auch das Resultat hatten, das wir uns vorgestellt haben. Für das haben wir hart gekämpft und Kompliment an die ganze Mannschaft. Nach dem 3:1 hatte ich das Gefühl, dass ihr viel befreiter aufgespielt habt. Also mit einer 2-Tore-Führung dann mal im Rücken. War das so? Ja, definitiv. Es ist ja kein Geheimnis, dass wenn du mit 2 Toren hinten bist, dass die Beine immer schwer werden und die Wege immer länger. Und im Gegenzug, wenn du mit 2 Toren führst, dann läuft so ein Spiel auch einfacher von der Hand, ganz klar. Jetzt liegt ein Auswärtswochenende vor euch, Hannover und Straubing. Beides keine einfachen Brocken, Straubing kein einfaches Gefilde. Wie geht ihr da jetzt ran? Nimmt man genug Selbstvertrauen mit aus dem Spiel heute? Ja, definitiv. Ich denke, uns steht eine ganz gute Trainingswoche bevor. Jetzt trainiert es sich natürlich auch einfacher, wenn man sieht, dass wir auch ein Spiel gewonnen haben. Und werden an den positiven Sachen natürlich anknüpfen und aufbauen. Und wie du gesagt hast, es wird natürlich kein einfaches Wochenende. Hannover, der amtierende deutsche Meister, und in Straubing ist auch nicht immer leicht zu spielen. Aber dann liegt es auch an uns, jetzt auch mal auswärts an Punkte zu holen. Alles klar. Viel Glück.